Hallo liebe Zuschauer und Fans der deutschen Sprache, in dem Video heute gibt es die Anmeldung zum Schwimmkurs. Wir bereiten uns gemeinsam auf die Deutschprüfung vor, natürlich nicht auf die Schwimmprüfung. Die Deutschprüfung auf dem Niveau A2 und B1. Hier findest du zahlreiche Tipps und ich präsentiere heute zwei E-Mails auf zwei verschiedenen Niveaus. Hast du Fragen? Schreibe das unter das Video. Lass dein Feedback, deinen Kommentar, deine Meinung. Abonniere meinen Kanal. Danke für das Zuschauen. Wir beginnen mit dem Brief auf dem Niveau A2. Die Aufgabe lautet: Sie würden gerne besser schwimmen können und möchten sich gerne in einer Schwimmhalle in Ihrer Stadt zu einem Schwimmkurs anmelden. Beachten Sie folgende Punkte. Erklären Sie, warum Sie schreiben. Bitten Sie höflich um Kurstermine. Fragen Sie nach dem Preis. Schreiben Sie, wie Sie erreichbar sind. Wie immer beginne ich mit dem Ort und dem Datum. Oben rechts schreibe ich zum Beispiel Wien, der 6. Juni 2024. Die Anrede lautet: Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrer Anzeige habe ich gelesen, dass Sie im Sommer Schwimmkurse anbieten. Ich interessiere mich für den Kurs Anfänger 2, weil ich schon ein bisschen schwimmen kann, aber leider nicht so gut. Gerne möchte ich wissen, wann dieser Kurs beginnt und wie lange er dauert. Könnten Sie mir bitte auch Informationen schicken, wie viel das kostet? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Am besten erreichen Sie mich unter der Telefonnummer oder unter dieser E-Mail-Adresse. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. Ich zeige euch den Text noch einmal von vorne. Welche Elemente sind wichtig beim Schreiben? Der Satzbau ist wichtig. Bei mir seht ihr im ersten Teil Konjunktionen, Bindewörter, das und weil. Und die dritte aber. Bitte nicht vergessen, nach den Konjunktionen das und weil stehen die konjugierten Verben am Ende des Satzes. Von der grammatikalischen Seite kann man noch sehen einen Satz in Perfekt, habe ich gelesen und reflexives Verb mit der Präposition: Ich interessiere mich für. Sich interessieren für braucht immer den Akkusativ. Im zweiten Teil gibt es auch zwei Satzverbindungen mit den Fragewörtern, die nach dem Komma stehen: Wann und wie viel. Bei diesen Satzkonstruktionen stellt man das konjugierte Verb am Ende. Und ich habe hier auch Konjunktiv 2 verwendet. Könnten Sie. Das ist ein offizieller Brief. Das bedeutet, wir verwenden die Respektform. In der Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrer Anzeige, Sie im Sommer Schwimmkurse anbieten? Könnten Sie am Ende der Gruß, der respektvolle Gruß mit freundlichen Grüßen. Zeigt euer Können, zeigt, was ihr gelernt habt in euren Kursen. Ich habe euch noch den zweiten Text heute versprochen. Das ist der Brief auf dem Niveau B1, auch zum Thema die Anmeldung zum Schwimmkurs. Wien, den 6. Juni 2024. Sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige im Internet gelesen. Sie bieten in Sommermonaten
verschiedene Schwimmkurse an, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Als ich ein Kind war, lernte ich die Grundlagen des Schwimmens kennen. Deswegen würde mich am meisten der Kurs für Fortgeschrittene interessieren. Ich würde Sie bitten, mir mehr Informationen über die Termine und Preise per E-Mail zu schicken. Ich freue mich, von Ihnen zu hören und vielen Dank für Ihre Mühe im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Sophia Braun. Was ist das Besondere bei dem B1-Niveau? Das sind verschiedene Satzanfänge, Doppelkonjunktionen zum Beispiel, sowohl als auch. Ihr seht hier bei mir den zweiten Fall. Genitiv, die Grundlagen des Schwimmens und zweimal Konjunktiv 2. Würde mich, ich würde Sie bitten. Hier sieht man auch die Konjunktionen alles und deswegen. Nach alles stellen wir das Verb am Ende des Nebensatzes und nach deswegen das konjugierte Verb steht unmittelbar danach. Und Präteritum ist auch dabei, des trennbaren Verbs lernte kennen. Und auch zu plus Infinitiv, die Konstruktion mit dem zu plus Infinitiv, das kommt bei mir sogar zweimal vor. Man könnte noch andere Konjunktionen noch verwenden, die man auf dem B1-Niveau gelernt hat. Zum Beispiel, obwohl, um zu, statt zu, ohne zu, entweder oder, zwar, aber. Willst du mehr erfahren? Willst du dich mehr auf die Prüfung vorbereiten oder lernen, wie man Briefe schreibt? Besuch mich auf meinem Kanal. Tschüss, bis bald.